Meine Stimme gehört mir, ich kann ja sonst nicht singen. Und im Parlament vertretenen Parteien befürworten den bundesweiten Volksentscheid. Alle im Parlament vertretenen Parteien, bis auf die CDU, die mit ihrer Sperrminorität dies, das wissen wir ja, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit zur Grundgesetzveränderung, die dies zu verhindern weiß. Dieser Sachverhalt wird in der Regel von der Bevölkerung nicht gewusst. Sie hat aber Anspruch darauf, dies zu wissen. Dieser verhüllte Informationszustand muss enthüllt werden. Wir beginnen heute mit dieser Enthüllungsaktion, mit dieser Bewusstseinsbildungsaktion. Und wir werden Sie die kommenden Monate bis zum 22. September, bis zur Bundestagswahl, fortsetzen und noch weiter steigern. Wir können nicht sagen, wie lange die Aktion gehen wird. Sie wird auch nach der Bundestagswahl noch weitergehen. Sie geht bis zur Einführung des bundesweiten Volksentscheids. Vor langer Zeit, es war einmal, da ging ich in ein Wahllokal. Ich unterschrieb nen Blankoscheck und zack, war meine Stimme weg. Meine Stimme gehört mir, ich kann ja sonst nicht singen. Und ich will mitentscheiden bei wichtigen Dingen. Meine Stimme gehört mir, ich kann ja sonst nicht reden. Und das, was ich für richtig halte, selbstbewusst vertreten. Stimmfee, was denn das für ein Tier? Hat das 1000 Beine? Hat das um den dicken Hals eine lange Leine? Stimmfee, was denn das für ein Tier? Will das nur fressen, saufen? Will das nur unterhalten sein? Wo kann man sowas kaufen? Meine Stimme gehört mir, ich kann ja sonst nicht singen. Und ich will mitentscheiden bei wichtigen Dingen. Meine Stimme gehört mir, ich kann ja sonst nicht reden. Und das, was ich für richtig halte, selbstbewusst vertreten.